Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin. Heute habe ich für euch Best of Mittelmeer und Adria, danach karibischen Flair mit Terrell Woodbury und dann einen Gruß von Kobus Müller. Und jetzt öffnen wir wieder unser Fotoalbum und erinnern uns an die schönsten Bilder vom Mittelmeer und von der Adria. Und wenn ihr auch tolle Bilder habt aus euren Mittelmeer- und Adria-Reisen, hier unten und heute posten. Viel Spaß! Herzlich willkommen auf der schönen Insel Korsika. Kroatien. Venedig. Rom. Korfu. Katarina. Welcome to Palermo. Man kann hier viel laufen, man kann hier viel sehen und der Ausblick ist phänomenal. Von der ganzen Aura total hin und weg. Die Landschaft, die Berge und die Natur. Es ist eine wahnsinnige Kulisse mit vielen Bergen und einem wunderschönen blauen Meer. Eines der schönsten Fleckchen Erde, was ich bis jetzt gesehen habe. Genezareth ist mir seit Kindheitstagen bekannt und ich bin froh, dass ich endlich hier bin. Und was wir uns mitbringen, ist auf jeden Fall ein Stück Italien. Wir haben nämlich italienische Nudelsoße und hausgemachte Nudeln gekauft. Schön war's. Bis zum nächsten Mal. Pedro, genau so ist es und ich hoffe, wir fahren auch bald wieder zusammen. Da freue ich mich schon richtig drauf. Und jetzt kommen wir zu unserem Gastkünstler Terrell Woodbury. Der bringt euch jetzt karibischen Flair direkt nach Hause. Bitteschön. Servus, ich heiße Terrell Woodbury. Ich bin einer von den Gastküste vom AIDA. Oh, Musik war immer mein Leben. Ich bin als kleines Kind, konnte ich mich gar nicht ruhig stellen. Meine Eltern haben gesagt, mein Gott, Kind, du kannst nichts tun ohne Musik. Ob das Musik war, ob das Tanzen war, ich war immer dabei als kleines Kind. Und dann irgendwann habe ich gesagt, das muss ich unbedingt machen. Ich bin eigentlich gelernter Musikerdarsteller, aber irgendwann habe ich gesagt, okay, Musiker sind schön und gut, aber dann hatte ich einfach die Lust, einfach was für mich zu machen. Dann ich habe gesagt, okay, dann ich bin eher Entertainer, dass ich etwas mit dem Publikum was machen kann. Ich bin lieber mittendrin ins Publikum. Ein Leben ohne Musik. Ich kann es nicht vorstellen, ein Leben ohne Musik. Es wird genauso, wenn ich morgens aufstehe, das allererste, was ich tue, ist, mach Musik an. Das macht mich einfach glücklich. Musik ist wirklich mein Leben. Ich glaube, mein Leben wird es nicht gehen ohne Musik. Da werde ich traurig. Wir sind gerade in der Karibik. Und die Karibik, die sind genau Leute, die lieben Musik.
Und es ist toll, wenn du rausgehst vom Schiff und du gehst am Land und du hörst Musik überall, wo Leute sind glücklich, jeder um Bewegung und es ist immer Action. Und Musik, wie gesagt, es macht glücklich, es macht fit. Es mag sehr, sehr fit, ich muss ehrlich sagen. Es mag viel, sehr, sehr fit. Sehen Sie, schauen Sie mich doch an. Ich sage immer wieder, Musik bringt Leute zusammen. Und natürlich, wenn ich selber auf der Bühne stehe, ist es mir sehr wichtig, dass die Leute natürlich auch mitmachen können, wo man sagt, oh, ich kann mich erinnern an diese Zeit oder ich kann mich an diesen Punkt erinnern. Und einfach, Musik hat viel Erinnerung, ich glaube, für jeden Mensch hier auf der Erde. Hit me! Well, I'm a girl and she loves me well. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich eine Show zusammenstelle, ich werde inspiriert bei der Musik oder die Texte von der Musik, die Wörter auf jeden Fall. Da kann ich auf jeden Fall damit viel damit anfangen, weil ich bin ein Mensch, ich singe gerne, wo ich damit klarkommen kann oder wo ich verstehen kann. Ich möchte nie was singen, was liegt mir nicht und das bin ich nicht. Nobody caught you in a pains, pains. In dem Moment, wenn ich auf der Bühne stehe, weil meine Show, meine Produktion heißt Electricity. Und es ist genau dieses Gefühl, was ich habe. In dem Moment, als ich auf der Bühne steige, ich fühle mich wie elektrisiert. Ich würde sagen einfach, lebe dein Leben, weil wir haben nur ein Leben. Genieß die Musik, was uns die ganze Welt bewegt und sei du selbst. Kubus Müller lebt in Südafrika, aber er vermisst euch genau wie wir euch vermissen. Und deswegen hat er uns hier einen kleinen Gruß geschickt. Wise men say, only fools run. Hallo all mein AIDA-Freunde. Grüße aus ein warmes Kapstadt Südafrika. Ich hoffe, du bleibst in dieser Ernstzeit sicher. Ich bin jetzt im Studio mit meiner neuen Musik für meine Auftritte auf der Bühne. Ich vermisse dich, ich vermisse die Schiffe und ich vermisse die Bühne. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder bald auf AIDA. Ich freue mich auf euch. Tschüss. Und zum Schluss wie immer die schönsten Bilder von unseren Reisen mit der wunderbarsten Musik von Bord und weil es letztes Mal so toll angekommen ist, hier wieder auch mit euren Bildern von euren Postings. Jetzt bleibt gesund, alles Gute, bis zur nächsten Woche. Tschüssi! Something new that means you too, you. You say you want to be a leader, but you can't make up your mind. I think I'm gonna hold you. Let me guide you to the purple. Honey!
Ja, das geht hier ab. Hier sind die Fernsehleute bei der Arbeit. Das war nicht ich, das war die Rose. Die kann sprechen. Habt ihr das gehört? Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin. Vielen, vielen Dank. Nochmal. Lieblingsreisemagazin. Und herzlich willkommen. Wenn du so guckst, dann denke ich immer, ich muss aufhören. Nee, alles gut. Und ganz vielen Dank für die vielen wunderbaren Fotos, die ihr uns geschickt habt. Das ist absurd. Ganz vielen Dank für die vielen wunderbaren Bücher. Und drittens, ich weiß nicht mehr, was es war. Kraniche Falten. Ach ja, Falten. Reimter Magazin, unser roter Faden der Sendung. Nein? Is it very, very, very nice. Heute habe ich für euch ein Auto, was richtig laut ist und abnervt. Ein bisschen Respekt vor Hollywood. Ein bisschen Respekt kann ich hier. Toll, ich wünsche euch viel Spaß. Nein, bis zur nächsten Woche. Tschüssi. Was? Tschüssi. Darf man ruhig mal sagen, oder nicht? Tai, 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 tschüssi. Ich bin frei von tai, tai, tai. Also, ich kann tschüssi sagen und winken, so viel ich will. Der lacht über mich.